Willkommen zurück zu Magic the Gathering Arena. Und ich habe mir jetzt ein neues Deck gebaut. Dieses Deck besteht aus weißen und blauen Decks. Und hier werde ich mich mal mehr darauf konzentrieren, einerseits mit fliegenden Kreaturen anzugreifen, aber vor allem auch mehr zu kontern, als ich das bisher getan habe in diesem AKR Yin Yang Black and White Deck. Und hier habe ich viele Counterspells drin und auch die Möglichkeit, Artefakte zu zerstören. Und es gibt etliche Synergien, die ich hier einsetzen kann. Und es ist das erste Mal, dass ich diese Deckkombination teste. Und jo, da habe ich Bock drauf. Und dazu werden wir jetzt aber zuallererst mal ein normales Freeplay machen. Und einfach mal dieses Deck dann auf dem Schlachtfeld austesten. Ich rechne nicht mit dem garantierten Sieg, den gibt es in Magic ohnehin nicht. Zumindest nicht, wenn man sich auf der Ebene befindet wie ich. Aber ich denke, dass ich jetzt vielleicht ein paar mehr Möglichkeiten habe. Und vor allem bin ich sehr gespannt darauf, wie sich das Ganze spielt. Und welche Möglichkeiten sich daraus ergeben. Oftmals haben sich jetzt in den Decks, die ich jetzt angepasst und erstellt hatte, auch nochmal andere Möglichkeiten ergeben, die ich so noch gar nicht im Sinn hatte mit meiner leidenhaften Ahnung, die ich habe. Und das macht es erst recht spannend. Aber es ist natürlich auch immer abhängig davon, was die Gegner spielen und wie gut auch die Gegner sind, inwieweit ich da die Möglichkeit habe, die Sachen auszuspielen. Ein Fragezeichen, was ich jetzt die ganze Zeit schon hatte, war, was ist denn das, wenn ich eben ein Land gespielt habe, das noch untapped ist, was ich benutzen kann. Wenn ich das anklicke, dann wird hier kurz das Element angezeigt. Das Mana 1. Wenn ich nochmal ein gleiches Land desselben Elementes anklicke, dann bekomme ich eben... ich sehe gerade, ich habe jetzt das alte Deck. Macht nichts, dann teste ich das danach. Aber dann bekomme ich eben 2 oder 3 davon. Und ich weiß jetzt, was das ist. Wenn ich Karten spiele, dann wird das System normalerweise das Mana automatisch auswählen. Es gibt aber zum Beispiel jetzt wie hier bei Knight's Pledge, habe ich jetzt, braucht er ein neutrales Element und ein weißes Element. Und es kann Situationen geben, wo dann das System mir zum Beispiel, was weiß ich, wenn ich jetzt noch ein Totenkopf-Element hätte, ein schwarzes Element und 2 weiße und ich könnte zum Beispiel Knight's Pledge spielen, bräuchte ich ja ein weißes und ein weiteres, entweder ein schwarzes oder ein weißes. Dann kann es sein, dass das System mir ein weißes und das schwarze Land nimmt. Und es könnte ungünstig sein, wenn ich zum Beispiel da noch eine Karte habe, die zum Beispiel auch einfach nur ein schwarzes Element braucht. Dann würde ich ja normalerweise, wenn ich das manuell mache, würde ich halt einfach das schwarze Element hier aufheben und 2 weiße Elemente antappen. Und man kann die Gegner verwirren, denn die sehen kurzfristig, dass ich hier Mana aufbaue. Und es kann sein, dass sie dann annehmen, dass ich vielleicht kontere zum Beispiel. Das habe ich zum Glück über das Forum, hat mir das jemand geschrieben, als ich das erfragt hatte. Und ja, ich bin da sehr froh, also die Magic Community, die ist ja riesig, aber in denen ich jetzt bisher bin, die sind alle sehr hilfsbereit und unterstützen eben auch Noobs wie mich, die dann halt eben mit totalen Anfängerfragen um die Ecke kommen. Und ich habe da überhaupt nicht das Gefühl, dass da irgendjemand elitär oder arrogant unterwegs ist. Und ich gucke mal an, was er gespielt hat. Long Toss Cop. Okay. Die Aura spielen wir noch nicht. Aber wir spielen schon mal den Doom Dissenter. Ich ändere es mal für euch auf Deutsch. Und ich muss mal checken, auch wie ich das mit dem Mana dann entsprechend machen kann. Ich denke, ich muss immer in den Full-Control-Modus wechseln. Kann man auch temporär machen. Und kann dann das Mana entsprechend selbst auswählen. Das muss ich einmal mal austesten. So, der ist jetzt tot, aber es kommen 2 Zombie, beziehungsweise 2 Zombie-Kreaturensteine. Und er gibt auf. Vielleicht hat er keine Zeit mehr. Oder hat er keinen Bock. Kann natürlich auch sein. Steckt man nicht drin.
geschenkter Sieg für mich. Wunderbar, weil jetzt können wir ja das andere Deck spielen. AKR BW Reaction Sky. Frag mich nicht, wie ich auf die Dinger komme. Und da oben habe ich gerade gesehen, Welcome für Draft und ein Counter. Moonside. Oh, schöner Name. Da er ja so ein Feuer, so ein Karmesin-Magier drin hat, könnte sein, dass er eher so ein Feuertyp ist. So. Genau, das ist das neue Deck. Und ich nehme das jetzt einfach mal so mit. Auch wenn ich jetzt hier wenig Länderkarten habe. Ich teste das jetzt direkt einfach mit dem, was ich jetzt hier mal habe. Wird nicht unbedingt empfohlen mit so wenig Karten, aber ja. Ich bin noch lange nicht so weit, dass ich schon den Ehrgeiz besitze, jedes Spiel gewinnen zu wollen. Ich muss viel zu viel lernen. Super, er kann jetzt dann auswählen, welche Karte er wegwirft. Na super, danke. Leoniden-Kriegsführer, du. Das ist nicht freundlich. Nicht gut. So, Geheimnis-Steven. Genau. Auch wunderbar, ne? Immer wenn ich sie spiele, immer wenn sie Schaden macht, kann ich eine Karte ziehen. Das ist sogar Ziel. Genau, also jedes Mal kann ich eine neue Karte ziehen. Das ist schon sehr geil. So, jetzt gehe ich mal in Full Control. Genau, und jetzt kann ich eben... Ich dachte eigentlich, ich kann das Mana tappen. Aber es geht in dem Fall gar nicht, weil er hat nur zwei Inseln. Wenn ich jetzt mehr hätte, müsste es eigentlich gehen. Genau, hier kann ich es dann nochmal bestätigen. Jetzt muss ich mir auch nochmal ganz genau angucken, wie das mit dem manuellen Mana-Tappen funktioniert. Vielleicht muss ich das Mana auch vorher tappen. Super, minus 2, 2. Sehr unfreundlich. Auch viel zu schnell die Kreatur gespielt. Düsterer Handel. So, da darf man direkt angreifen. Genau, jetzt mache ich das, ich tappe die an. Und dann kann es sein, dass er annimmt, dass ich vielleicht schon etwas vorbereite. Und zum Beispiel einen Counterspell zu wirken. Und das hält ihn vielleicht davon ab, selbst eine Hexerei oder einen Spontanzauber zu wirken, die ich unter Umständen countern könnte. Andauerndes Sperrfeuer. Oh, ein Todesbedrohung. Wieder einen abwerfen. Der mies. Ich habe nur eine Kreatur, mit der spiele ich auch, das heißt... Ich verbessere mal gleich den Wal. Und lass ihn auch angreifen. Oh, jetzt darf er sie zerstören, die kenne ich. Kann ich nicht countern? Ja, das ist nicht Kreatur-Zauberspruch, kann ich nur countern jetzt mit dieser Karte, deswegen bringt sie mir nichts. Aber wir können
Immer da am Fürstdrache nehmen. Ich warte noch, bis der todbringende Mecha-Koloss getappt ist. Und dann wird er erledigt. I smell trouble. So, schön ist, ich kann das schon mal Rache nehmen. Wenn das nicht neutralisieren kann. Sieben. Oh, das sieht nicht gut aus. Ja, jetzt schön gespielt. Jetzt bin ich erledigt. Quasi erledigt. Ich lebe noch. Aber nicht mehr lange. Also dann geht das nicht. Dann war's. So, ganz kurz mal Kontrolle checken. Okay, war ganz gut. Allzu viel konnte ich jetzt noch nicht von dem Deck entfalten. Ich muss jetzt auf jeden Fall jetzt noch ein paar Matches machen. Um dann zu sehen, wie bei verschiedenen Kombinationen, wie das Ganze aussieht. Hier, Wettkampf-Draft. Hauptzeit 2019, 1500. Die habe ich nicht. Hätte ich jetzt aber auch nicht gespielt. Ich will jetzt aber erst noch dieses Deck hier ein bisschen testen. Anpassen und vor allem muss ich auch lernen, diese Counterzauber, also diese Neutralisierungszauber, Spontanzauber sauber einzusetzen. Man kann diesen Timer, den es gibt, den kann man verlängern und hat dann auch Zeit, wenn dann die Gegner halt eben zwischen den Angriff spielen. Wenn ich dann hier drauf klicke, habe ich dann die Möglichkeit, das Ganze ein bisschen zu strecken, um dann selbst nochmal zu überlegen, okay, wie counter ich das jetzt? So lerne ich nach und nach dann halt auch eben diese Feinheiten kennen. Ich merke auch, dass es sehr hilfreich ist, bei der Community mitzulesen, was so auch deren Probleme sind, worum es geht, was sie so generell einfach, was sie so beschäftigt, wenn sie Magic spielen. Und vieles dreht sich natürlich um Decks und darum auch bestimmten Decks zu begegnen. Oder wie man auch bestimmte Karten sinnvoll einsetzen kann und sowas. Also sehr interessant auf jeden Fall. So, ein Ethergleiterin lasse ich noch aus dem Spiel. Das Schöne ist, so langsam kenne ich oder wiedererkenne ich Karten, die ich selbst ja auch schon gespielt habe, und ich denke, je mehr man spielt, umso schneller erkennt man. Ich muss dann nicht mehr drauf gucken, die Beschreibung gucken, weil ich dann schon weiß, was Phase ist, und das ist schon sehr cool. So, gebe ich mal die Ethergleiterin. Ich hoffe, ich kann mit ihr dann noch angreifen.
quasi so ein AOE-Monster. Wenn er angreift, bekommen auch alle anderen Kreaturen Schaden. Genau. Zwei Lebenspunkte und zwei Karten ziehen. Wenn die hier angreift, bekommen wir nochmal eine Karte. Ich lege mal erstmal noch ein Land. So, infektiöses Schrecken könnte nicht blocken. Das ist schön an den fliegenden Kreaturen. So, und jetzt haben wir einen Servo. Und jedes Mal erzeugt er einen Servo-Artefakt-Kreaturen-Spielstein. Ich habe noch mehr Ether-Gleiter. Wenn man wirklich viele hat, kann sie oft ausspielen. Dann kann man sich schön viele Blocker erzeugen. Und als weitere Block habe ich dann halt eben noch den Leoniden. Kriegsführer, der, wenn er angreift, eben dann auch mal mehrere Karten erzeugt, die dann wiederum auch als Blocker fungieren können. Und das ist halt schon very nice. Das könnte ein schnelles Spiel werden, oder aber wenn das jetzt dann doch gut läuft und sich das Blatt wendet. Kann es auch dauern. Ich habe gestern auf dem Tablet habe ich Magic 2015 gespielt noch, vom Schlafen geht. Ja, so weit ist es schon. Und da habe ich eben weiß-blaues Deck gespielt und habe gemerkt, dass das auch ziemlich cool ist. Und da war es sehr knapp. Da hatte ich dann noch zwei Lebenspunkte und habe dann trotzdem dann noch gewonnen. Das hat dann nochmal ewig gedauert, bis das dann mal vorbei war. Aber es hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall war es sehr gut. So, er kann ihn blocken und würde selbst nicht zerstört werden, also greife ich nicht an. Das war es aber auch, also ich habe dazu keine Möglichkeit mehr irgendwie noch zu agieren. Ich werde gucken müssen, dass ich vielleicht die Länderkarten nochmal überdenke. Und auch vielleicht schon geringe Kreaturen, die dann halt relativ schnell angreifen können, die wenig Mana-Kosten haben, dann schon setzen kann. Aber ich mache jetzt auf jeden Fall drei Spiele, um so ein bisschen mehr Input zu bekommen dazu, was ich dann an diesem Deck verändern muss. Und das Schöne ist, dass es jetzt verschiedene Decks waren, die ich als Gegner hatte. Dadurch kann ich dann einfach auch so, habe ich ein breiteres Spektrum dessen, was Phase ist. Und wunderbar, leuchtende Fesseln ist auch mit am Start. Jetzt ziehen wir mal hier zum Beispiel Leoniden Kriegsführer. Bräuchte weiße Elemente. Ich habe jetzt beides nur, ich habe jetzt nur Inseln, die blaue Elemente erzeugen. Aber ja, ich habe auch genügend blaue Elemente Karten und hoffe mal, dass das so passt. Ich habe schon Mulligans gezogen, sprich nochmal durchgemischelt und nochmal Karten gezogen. Eine wenige dann, wo ich dann einfach gar keine Länder hatte. Dann habe ich nochmal einen Mulligan gemacht. Dann hatte ich dann zwar viele Länder, hatte aber keine Kreaturenkarten. Also das kann auch mal dumm laufen. Aber das macht ja auch ein Kartenspiel gut aus. Also dass man natürlich auch ein bisschen darauf angewiesen ist, dass man auch gute Karten zieht. Aber ich glaube, das macht auch wieder ein gutes Deck aus, dass man selbst bei der Wahrscheinlichkeit mit den 60 Karten, dass man da trotzdem immer wieder auch Karten dabei hat oder häufig Karten dabei hat, die man relativ schnell und effektiv einsetzen kann. Aber man muss auch gucken, und das muss ich jetzt auch versuchen, eine Strategie zu fahren und das Deck daran anzupassen, damit das dann auf Dauer auch erfolgreich ist.
Gegner denkt, bitte nicht abschalten. Gegner, die brauchen ewig für einen Zug. Dann gibt es Gegner, die spielen relativ schnell. Und dann gibt es Gegner, die spielen so viele Karten, dass einem schwindig wird und kombinieren so durch, dass sie im Grunde genommen gefühlt 80% der Spielzeit drankommen und man selbst eigentlich nur zuguckt. Eins, 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 drei. Wenn aber zwei blockt, gehen beide drauf. Und ich glaube, dass die Diebe nur dann eine Karte ziehen kann, wenn sie tatsächlich auf den Spieler Schaden macht. Das ist cool, Confront the Assault. Wenn ich angegriffen werde, kann ich sie casten, wenn ich halt die Elemente habe, die habe ich aktuell nicht. Dann werden drei weiße Geister, fliegende Geister, mit 1-1 generiert. Und da hat man auch schon mal eine schöne Blockerlinie, aber dazu muss es halt erstmal kommen und ich brauche außerdem zumindest ein weißes Element und vier beliebige. 10, 10! Okay, wir sehen, worauf es hinausläuft. Bräuchte leuchtende Fesseln. Ich habe leuchtende Fesseln. Ich brauche aber einen. Ich bräuchte jetzt zumindest mal noch eine Ebene. Dann kann ich leuchtende Fesseln spielen. Genau, sieh mal jetzt. Ich kann leuchtende Fesseln gar nicht spielen. Ja, weil ich hier an der Stelle. Fehlt mir die Ebene. Da muss ich vielleicht das Verhältnis nochmal ändern. Bei Magic the Gathering Arena ist es so, dass sie, ihr könnt es so einstellen, dass sie euch die Länder, wenn ihr die Decks zusammenstellt, automatisch generieren und vorschlagen. Aber ich habe schon manche Sachen anpassen müssen, weil es gibt zum Beispiel Kombinationsländer, bei denen man halt eben auch die Elemente aus zwei Farben, und an der Stelle habe ich jetzt natürlich weiß und blau genommen, generieren kann. Und das hat eben die KI nicht gemacht, die hat mir nur einzelne Länder, also für einzelne Elemente dann vorgeschlagen. Man könnte jetzt meinen, das war vielleicht doof, nicht den Gigantosaurus zu blocken. Ich will aber die Geheimnisdiebe nicht opfern. Ich will noch gucken, ob ich das Ganze noch drehen kann. Aber dazu muss ich erstmal überhaupt dazu kommen und auch spielen können. Also ist fertig. Jetzt scheiße, nochmal eine Insel. Ja, das ist doof. Okay, dann rein zum Testen. Ich greife jetzt mit der Geheimnisdiebin an, weil ich auch sehen will, ob sie eine Karte zieht, unabhängig davon, ob ich jetzt einen Spieler treffe oder ob, wenn er aber vermutlich blockt, wovon ich ausgehe, ob sie dann trotzdem uns eine Karte ziehen lässt. Aber ich vermute, dass das nicht so ist. Ja, also ich muss beim Spieler Schaden machen. Das heißt, da muss ich bei der Karte auch nochmal überlegen, macht das Sinn oder macht es keinen Sinn. Ja, und das war's jetzt eigentlich. Also da kann er jetzt angreifen. Und dann kann ich direkt erledigen. Das ist ja auch die Frage. Was überlegt er noch groß? Gut, könnte annehmen, dass ich vielleicht irgendwie was counter oder so, aber bitte. Jo. Aber erwartungsgemäß, also man sieht, das Deck ist noch überhaupt nicht das Gelbe von Ei. Ich habe ich komme kaum zum Zug. Also ich muss mir überlegen, vor allem auch, ich muss die Länder, das Länderverhältnis, die muss ich anpassen. Die muss besser sein. Ich habe zu viele Inseln und bräuchte mehr Ebenen noch. Und ja, das werde ich jetzt auf jeden Fall mal anpassen. Genau, auf Englisch finden sie das nicht. Er zeigt zwar recht an auf Englisch, aber eben nicht auf links. Zwei. Und ja, dann muss ich noch bei Einzelnen gucken, ob ich sie rauspacke oder nicht. Aber wir machen jetzt noch ein Spiel. Machen wir jetzt auf jeden Fall noch. Die Episode beende ich nicht.
Gucken wir mal, ob wir jetzt mal vielleicht dann doch mal mit einem Sieg davon kommen. So, Land. Und zwar weiß, blau, weiß. Sehr schön. Confront your sword. Negieren, negieren, negieren. Spontanzauber. Eins, eins. Kann ich hier was bezahlen? Ich probiere es mal. Das würde bedeuten jetzt, ich kann keine Kreatur auslegen. Ich kann nur countern. Aber das ist etwas, was ja auch ein Bestandteil des Decks sein soll. Und da muss ich halt darauf hoffen, dass das, dass ich rechtzeitig genügend habe, um eben dann auch wieder Kreaturenkarten zu ziehen, mit denen ich dann schlussendlich auch wieder angreifen kann. Aber das sind jetzt alles Tests. Einfach mal durchprobieren und ich lerne halt dadurch wirklich sehr, sehr viel. So, macht eine Ebene Sinn oder eine Insel? Eine Ebene. So, ich lege noch keine Kreatur. Er muss ja nicht gleich wissen, was ich habe, zumal er selbst, wenn er eine Kreatur legt, in der Regel nicht gleich angreifen kann. Eine Beschwörungsmüdigkeit. Primär hat er auch erstmal ein weißes Deck. Die Leuchtenfesseln wären jetzt schon mal möglich, hebe ich auch noch auf. Jetzt packe ich aber die Äthergleiter raus. Okay, das ist ein Dude, der mit Fliegenden kommt. Glaube ich nicht. Okay. Da kommt der Paketmann. Dann werden wir das trotzdem mal spielen. Das ist schön, ein Kartenspielen. Ich sitze jetzt hier in meinem Zimmerchen und nehme auf und warte darauf, dass der Paketmann gleich wieder auf zu mir rumkommt. Ganz wichtig, sind nämlich meine Schutzfolien für die Magic-Karten. So, mal sehen, ob es blockt. Ja, er blockt. Mal anzunehmen. So. Könnte ich noch spielen? Machen wir nicht. Ich täusche an. Zug beenden. So, weiter geht's. Und jetzt ist die Frage, außer Betriebnahme.
Zerstöre ein Artefakt oder eine Verzauberung deiner Wahl. Rebellion. Falls in diesem Zug eine bleibende Karte unter deiner Kontrolle das Spiel verlassen hat, erhältst du 3 Lebenspunkte dazu. Ich wusste gar nicht, dass er irgendeine Verzauberung drin hat. Das Ding ist, er zeigt auch an, weil man ja auch die eigenen. Es gibt Konstellationen, wo es Sinn macht, die eigenen Karten zu zerstören. Tatsächlich, also. Wo er seine quasi opfert. Und ja, das geht. Aber ist nicht unbedingt immer sinnvoll. So, ich greife auch noch nicht an. Und sterngekrönte Hirsch wird jetzt erstmal außer Gefecht gesetzt. Ich nehme an, er wird mit Silberschnabelgreif angreifen, Wirbelspurfalke lassen. Weil er ja befürchten muss, dass ich ja mit der Äthergleiterin den Wirbelspurfalke dann blocke. Dadurch würde der Wirbelspurfalke zerstört werden. Oder er sucht ihn nicht, er greift ihn beiden an, aber er muss halt natürlich bedenken, der sterngekrönte Hirsch ist jetzt außer Gefecht gesetzt. Und ja, das ist natürlich doof. So. Das ist ein Artefakt und das kann ich eben zerstören. Das hatte mich nämlich in vielen Kämpfen gestört, dass ich das nicht kann. Mit Außerbetriebnahme geht das. Mal sehen, ob er es blocken kann. Vielleicht kann er das neutralisieren, diese Möglichkeit. Aber ich glaube, er ist mehr offensiv ausgerichtet. Ich hoffe es. Und hoffe, dass er das jetzt nicht kontern kann. Schön, das hat wie getan. 1, 1, 2, 2. Bringt also nichts. Ich selbst kann das auch nicht angreifen. Ich will die Kreatur nicht weghaben. Wenn ich sie weghabe, habe ich ein Problem. Ich brauche jetzt noch eine Länderkarte. Eine einzige Länderkarte, dann kann ich Confrontier Saul spielen. Beziehungsweise, ja, kann es dann spielen, sobald er angreift. Geht jetzt aktuell noch nicht. Wolkenwegbereiterin auf 3 weiße Elemente plus ein blaues. Aktuell habe ich 2 weiße Elemente und 2 blaue. Ich brauche auf jeden Fall noch eine Ebene. Immer ab 5, 6. Und überleg noch. Ja, kann auch tappen, super. Ich kann es aktuell nicht blocken. Das ist ein der Kreaturenzauberspruch. Yes, da habe ich die Ebene. Jetzt. Jetzt geht ein bisschen was. Wir spielen, bekommen gleich mal 2 Karten dazu. Wundervoll. So. 1, 2, 3 sind getappt. Frontbrecher kann den Servo zwar blocken, aber kann die Äthergleiterin nicht blocken. So, und jetzt kann ich hoffentlich ein bisschen was ausspielen. Wobei, mein Mana ist auch getappt. Das ist jetzt ein interessantes Match. Das macht, mit dem macht das jetzt Spaß, weil ich habe jetzt mehr Möglichkeiten, auch länger auszuspielen und Karten zu ziehen, um dann einfach die Kombination zu sehen dann auf Dauer, okay, was könnte helfen oder Sinn machen. 2, 5, 8, 9. Finde ich schön. So, was kann der Flugfähigkeit auf irgendeinen der Dudes hier anwenden, zum Beispiel auf Loxodon Frontbrecher? Oder auf den Hirsch. Ja, spielt auf den Hirsch. Kann es aber leider nicht negieren. Spielt das Servo. Kann nur den Frontbrecher blocken. Den opfer ich jetzt auch dafür, ist es da. Da. 19 zu 5.
Ebene raus. Jetzt gucke ich, dass ich mir das aufhebe. Eine Ebene und vier neutrale. Da habe ich den 3, 6. Ich will jetzt die Confront Assault aufheben als Counter, jedes Mal, wenn er angreift. Ich glaube, ich kann aber nur eine spielen, das heißt, bei der Menge an Karten wird er mich wahrscheinlich zerstören. Deswegen spiele ich zuerst den fliegenden Ersthelfer. 1, 2, 3. Okay, also bezahlen könnte ich Confront Assault nicht. So, ich greife jetzt aber an. So, jetzt ist ein Servo-Kreaturenstein noch dazu. Bitte. Ich konnte gar nicht mit Blitz bezahlen. Wieder noch plus 3-3. Jetzt negiere ich das. Genau dafür. Genau dafür. Das wäre jetzt super gefährlich gewesen. Plus 3-3 auf den preisgekrönten Hirsch. Der hätte mit 6-6. Hätte so ziemlich alles plattgewalzt, was nicht nietennagelfest ist. Allerdings sieht es jetzt aktuell auch nicht gut aus, weil ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich das blocken soll. Das war also ein Fehler mit dem Tappen. Das heißt, das sind so Dinge, die muss ich aber noch lernen. Das sind so mit Sicherheit eben typische Anfängerfehler. Also er kommt da jetzt durch. Und ja, er wird mich erledigen. Also er bekommt auf 6. Na, ich hätte also zumindest nur mit einer Kreatur angreifen sollen. Dann hätte das auch gepasst. So, negieren kann ich das nicht. Dann könnte hier schon jetzt auch fliegend. Okay, aber war gut. Das war wirklich gut. Das hat mir gut gefallen. Und ich werde jetzt auch mal darüber reflektieren. Das Schöne ist, ich kann mir die Episode nochmal angucken. Und dann kann ich mir ganz genau anschauen, okay, an welchen Stellen hapert's und was hätte ich jetzt gebraucht, um eben weiterzukommen. Und das Coole ist, hier noch 7 Spiele und ich bekomme ja das White and Black Deck. Total geil. Und man bekommt viel Zeug, also ich kann auch, man kann viel machen, auch über die kostenlosen Spiele. Man kann vieles verdienen. Und ich gucke gerade mal, tauschen, was das bedeutet. Möchtest du diese Quest gegen eine neue antauschen? Ah, okay. Nein, will ich nicht. Lass mal so und nochmal einen Sieg. Einen einzigen Sieg und ich bekomme nochmal ein Booster-Pack. Und ja, also ich glaube, das weiß-blaue Deck wird, kann man sehr gut spielen. Man muss es nur sauber anpassen. Ich bin mal gespannt, wie das aussieht. Ja, das war auf jeden Fall nicht das letzte Mal, dass ich mit dem weiß-blauen Deck hier gespielt habe. Und jetzt kommt erstmal das Fury Crafting. Ich danke euch fürs Reinschalten und fürs Durchhalten, diese 40 Minuten. Ich bin erstmal draußen. Bye, bye.